Hallihallo und willkommen zu der ersten Folge von Kritzeltipps. Ich habe ja schon länger davon gesprochen, vor allem in meinen Streams und so, dass ich gerne Tutorials machen möchte und Tipps zum Zeichnen geben würde und auch zu Krita, dem Programm, was ich benutze. Und genau das möchte ich hier halt tun bei den Kritzeltipps-Videos. Und für den Einstieg habe ich überlegt, dass ich einfach mal so ein paar Tipps geben werde, also ein paar ganz grobe Tipps für Anfänger übers Zeichnen. Jo. Und los geht's! Unter der Kleidung sind wir doch alle nackt. Ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass Leute, die mit Zeichnen anfangen, einfach frei Hand loslegen wollen und einfach nur zeichnen wollen. Und das ist eigentlich auch völlig okay für den Anfang. Aber ich habe auch Leute erlebt, die das Skizzieren der Zeichnung absolut verweigern. Und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wieso. Manchmal hat man vielleicht den Drang, eine Zeichnung schnell fertig zu bekommen und nicht erst das Bild zweimal zeichnen zu müssen. Aber so kurios wie es klingt, durch dieses zweimal Zeichnen, durch die Skizze, seid ihr tatsächlich schneller. Weil stellt euch einfach mal vor, ihr zeichnet eine Figur und ihr zeichnet die. Und hinterher stellt ihr fest, dass die Anatomie einfach nicht stimmt. Und ihr müsst den halben Körper nochmal zeichnen. Da das aber schon eine Reinzeichnung ist, habt ihr dann echt Mühe, das auszubessern. Und das dauert länger, als wenn ihr einfach mal in der Skizze das Ding erstmal entwerft, euch das anguckt und hey, das ist falsch. Dann könnt ihr einfach nur drüber kritzeln, ohne dass ihr alles nochmal zeichnen müsst. Und ihr müsst nicht auf Sauberkeit achten. Und wenn die Skizze fertig ist, dann braucht ihr sie nur noch abmalen. Ihr braucht sie nur noch abpauschen. Und ja. Alles gelingt besser, schneller und einfacher. Dazu kommt noch, und deshalb dieser Untertitel mit unter der Kleidung sind wir doch alle nackt, wenn ihr euch die Figur, bevor ihr sie endgültig zeichnet, nackt vorzeichnet, dann habt ihr es wesentlich einfacher, weil ihr braucht die Kleidung nur noch drüber malen. Ihr müsst euch jetzt nicht überlegen, wo muss der Ärmel lang gehen und ihr habt dann keine Brüche in dem Verlauf des Armes, wie er eigentlich sein sollte, drin. Das habe ich nämlich schon oft gesehen, dass er dann zu weit links ist, zu weit rechts ist, an dem Ärmel dran gezeichnet. Es fällt euch leichter, mit der Form des Körpers mitzugehen, weil einfach der Körper schon da ist. Diese Vorzeichnung, die muss ja nicht genau sein. Das müssen Skizzen nie, aber es hilft wirklich ungemein, wenn ihr das vorher vorzeichnet, und zwar ohne Kleidung. Ich mache dann meistens mit einer anderen Farbe des Pinsels dann eine zweite Skizzenebene drüber, wo nur die Kleidung drauf ist, aber auf jeden Fall vorher den Körper ohne Kleidung, also nackt, vorzeichnen. Wie gesagt, da müssen keine Details rein, das muss nicht unanständig werden, sondern einfach nur, damit ihr schon den Körper zur Orientierung vorgegeben habt. Außerdem ist es ja so, wenn ihr das Bild erst skizziert und dann die Reinzeichnung drüber macht, macht ihr das Bild ja zweimal. Dadurch habt ihr zusätzlich auch nochmal eine Übung. Abgucken ist keine Schande. Wie oft höre ich das, vor allem von Zeichenanfängern oder von Leuten, die gerade zeichnen wollen oder irgendwo zugucken. Ist das nicht beschiss, wenn ich irgendwo abzeichne? Bin ich überhaupt ein guter Zeichner, wenn ich abzeichne und abgucke? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Referenzen sind etwas sehr Wichtiges. Sie sind dazu da, damit ihr lernt, damit ihr wisst, wie etwas aussieht. Gerade bei schwierigen Posen ist es super, wenn ihr etwas habt, wo ihr schauen könnt, wie ist die Pose und so weiter. Ihr könnt das noch so gut machen und noch so gut konstruieren und so weiter. Es wird euch fast immer helfen, euch ein reales Beispiel anzugucken. Und gerade wenn ihr noch am Anfang steht, sind Referenzen noch viel wichtiger. Dabei würde ich auch empfehlen, euch Fotoreferenzen oder einfache Posenreferenzen zu suchen und keine fertigen Bilder. Denn andere Zeichner sind auch nur Menschen und die machen auch Fehler. Und ich habe es schon so oft gesehen, dass wenn Menschen zum Beispiel, wenn sie im Anime-Stil zeichnen und sich ein Anime-Bild als Vorlage nehmen, dass sie die Fehler, die in der Vorlage drin sind, einfach mit übernehmen und sich die merken und das dann auch Jahre danach immer noch falsch machen. Ich meine, die Leute, die Animes zeichnen, die mögen sich Profis nennen, aber sie sind auch nur Menschen und die machen Fehler.
Dazu kommt, je gröber die Vorlage eigentlich ist, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Pose zeichnen wollt, eine schwierige, und ihr habt, nehmt euch nur eine Posenreferenz, wo wirklich nur der nackte Körper ohne Details da ist, nur für die Pose, dann könnt ihr weniger abzeichnen und müsst euch mehr Selbstgedanken machen. Außerdem lernt ihr dann viel besser, die Figur zu konstruieren. Aber für was für Referenzen ihr euch auch immer entscheidet. Referenzen sind keine Schande. Abgucken ist keine Schande. Es ist verdammt wichtig. Selbst die Profis, die ihr vielleicht bewundert, selbst die suchen sich Referenzen. Ich meine, nur weil ihr wisst, wie eine Tasse aussieht, heißt es noch lange nicht, dass ihr die zeichnen könnt. Ihr müsst, oder es ist ratsam, sich eine Referenz zu suchen. Vielleicht, ich meine, ich kann zum Beispiel auch schon vieles aus dem Kopf zeichnen, ohne dass ich eine Referenz brauche. Vieles auch ohne Guidelines oder Skizzen. Das heißt aber nicht, dass es mit nicht besser wird. Es kann immer besser werden. Ich habe früher auch immer viel aus dem Kopf gezeichnet, Guidelines verteufelt und ja. Aber als ich angefangen habe, sie zu nutzen, auch mal abzuschauen und auch Guidelines zu benutzen, habe ich gemerkt, dass es viel einfacher, viel besser und tatsächlich auch schneller wird. Zeichne am besten genau das, was du nicht magst. Klingt jetzt vielleicht kurios, wenn ihr ein Kreativ habt und nicht weiter wisst und gerade an euch selbst zweifelt und an euren Fähigkeiten als Zeichner. Warum solltet ihr noch dazu was zeichnen, was ihr nicht mögt? Ganz einfach, Komfortzone ist hier das Stichwort. Wenn ihr zum Beispiel gerne Mädchen malt, weil ihr zum Beispiel attraktiver findet als Jungs oder einfacher findet als Jungs, und ihr malt ein Mädel nach dem anderen und irgendwann merkt ihr, ich werde einfach nicht mehr besser. Dann werdet ihr vermutlich nicht mehr besser, weil ihr immer nur dasselbe zeichnet. Ihr mögt zum Beispiel keine Gegenstände zeichnen. Wenn ihr aber sowieso gerade nicht weiterkommt mit euren Mädels, dann macht doch einfach mal ein paar Gegenstände. Oder ihr zeichnet einfach mal einen Mann und schaut euch mal an, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, zeichnerisch. Und ihr werdet vielleicht auch Dinge entdecken, die euch auch das Mädel einfacher machen werden. Oder ihr zeichnet, keine Ahnung, mal eine Landschaft oder irgendwas anderes oder ein Tier. Irgendetwas, was ihr sonst nicht zeichnet. Das klingt jetzt vielleicht absurd, weil ihr wollt ja mit euren Mädels weiterkommen. Aber tatsächlich bringt euch das enorm weiter, weil ihr einfach mal anderes zeichnet. Eure Hand kriegt auch mal andere Übungen und ihr kriegt einen neuen Blick auf viele Dinge. Und auch wenn das jetzt im ersten Moment euch nicht auffällt, es wird euch weiterbringen. Und außerdem lernt ihr vielleicht neue Dinge kennen, die euch total gefallen. Von denen ihr vorher gar nicht gewusst habt, dass die euch Spaß machen. Oder ihr versucht mal einen anderen Stil. Nehmt zum Beispiel mal irgendeinen Stil, der völlig anders ist als euren und versucht eure Figur in diesem Stil nachzuzeichnen. Auch das kann euch weiterbringen. Also macht. Es ist nicht so wichtig, dass ihr etwas macht, was ihr nicht mögt. Es ist eher wichtig, dass ihr etwas macht, was ihr sonst nicht macht. Wie gesagt, wenn ihr sowieso feststeckt, dann macht doch einfach mal was anderes. Und vielleicht, wenn ihr dann wieder mit euren Mädels weitermacht, werdet ihr feststellen, dass ihr besser geworden seid. Stabilisierer, Freund oder Feind? Dieser Tipp geht vor allem an die digitalen Zeichner unter euch. Der Stabilisierer ist ein tolles Tool. Es ist nämlich so, für jene, die gar nicht wissen, was das ist, wenn man auf dem Grafiktablet zeichnet, wird jede noch so kleine Bewegung aufgezeichnet und umgesetzt. Und das Ding ist, dass man auf dem Grafiktablet einfach die Wackler, die man macht, die werden genau so übernommen, wie sie sind. Auf dem Papier ist das nicht ganz so gravierend, weil man da noch viel abändern kann, indem man einfach zum Beispiel nochmal drüber zeichnet und sowas. Das geht digital aber nicht. Funktioniert zumindest nicht genau so. Und irgendein schlauer Mensch hat sich dann für Zeichenprogramme einen Stabilisierer ausgedacht, der die Linie, die er zeichnet, nochmal nachberechnet und sie dann begradigt und korrigiert. Und ihr kriegt dann super softe, weiche, gerade und saubere Linien hin. Ohne Ecken, Kanten oder Kritzeleien drin und das ist echt super. Wenn der Stabilisierer also ein so tolles Tool ist, warum frage ich dann, ob es Freund oder Feind ist, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Nun, das liegt daran dadurch, dass die Linie, die ihr zeichnet, zwischendrin berechnet wird, gibt es ein paar Problemchen. Das erste ist, dass das natürlich Leistung von eurem Rechner braucht.
speziell von eurer Grafikkarte, und dadurch kann es zu Verzögerungen kommen, sprich die Linien sind langsamer. Ich habe auch jetzt kürzlich, hat mir auch jemand gesagt, dass er gerne einen Stabilisierer genutzt hätte, aber das leckt wie Schande. Das ist nicht gut, also wahrscheinlich zu hoch eingestellt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist Fristleistung eures Rechners und ist meistens langsamer, als wenn ihr ohne Stabilisierer zeichnet. Und der zweite und wichtigste Punkt ist Kontrollverlust. Dadurch, dass das Zeichenprogramm die Linie selber nachberechnet, nimmt sie euch Freiheit. Sie nimmt euch Zeichengefühl und sie nimmt euch Spontanität, weil ihr die gar nicht machen könnt. Wenn ihr nämlich mit dem Stabilisierer zum Beispiel einfach mal was ausmalen wollt, einfach was auskritzeln, weil ihr es schraffiert haben wollt oder weil ihr gerade skizziert, es geht mit dem Stabilisierer echt mies. Und ich würde sogar empfehlen, gerade wenn ihr die Skizze für eure Zeichnung macht, schaltet den Stabilisierer aus. Es ist eine viel bessere Übung und es macht sich einfacher. Man kriegt keinen Krampf vor der Skizze. Es geht einfach leichter von der Hand. Natürlich sieht es kritzeliger aus, aber das ist bei einer Skizze ja sowieso egal. Skizzieren an sich ist sowieso eine super Übung, auch für eure Hand und überhaupt. Wie gesagt, ihr habt mehr Freiheit, ihr habt mehr Schwung und so weiter. Bei der Reinzeichnung, nachdem ihr eure Skizze fertig gemacht habt, könnt ihr dort den Stabilisierer nehmen und die Sachen langsam nachzeichnen. Dafür ist der Stabilisierer ja unter anderem auch da. Und nicht, dass man damit eine volle Skizze macht und so weiter. Und auch kleine Details, wenn ihr sie irgendwo einzeichnet, sind mit dem Stabilisierer oft schwierig. Also ihr solltet euch nicht immer auf dieses Werkzeug verlassen. Ihr solltet vielleicht auch mal, wenn ihr mit einer Stelle Schwierigkeiten habt, vielleicht mal überlegen, den Stabilisierer auszuschalten und einfach auf eure eigenen Fähigkeiten vertrauen und auf eure Hand, wie sie die Linie führt. Denn ohne Stabilisierer führt sie die besser. Der Stabilisierer gibt saubere Linien, die für das Endprodukt gut sind, aber man sollte manchmal auch darüber nachdenken, auf den Stabilisierer einfach zu verzichten. Der schlimmste Kritiker. Du. Klingt auch wieder ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so. Ich habe so oft schon Bilder gezeichnet, selbst gezeichnet, und habe mir gedacht, Gott, sieht das scheiße aus, das kann man doch keinem zeigen. Dann habe ich mich doch überwunden, das hochzuladen, und die Leute sagen auf einmal, hey, Mann, das ist ja mega geil. Ich war so, okay. Manchmal sieht man selbst einfach Details und Fehler, die manchmal vielleicht gar nicht da sind, weil man sich selber irrt, oder die meisten Leute gar nicht sehen, die denen gar nicht auffallen. Man kritzelt manchmal so lange an einer Stelle rum, weil sie einfach nicht so ist, wie man sie haben wollte. Aber letztendlich ist es überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich kann man durch Fehler, können manchmal Dinge entstehen, die man vorher gar nicht so gedacht hätte. Also entweder kritzelt man jetzt ewig dran rum, um das so zu machen, wie man das haben wollte, oder man lässt sich einfach mal drauf ein und macht etwas draus. Macht das Beste draus, macht was anderes draus. Wie oft hatte ich in Bildern schon tolle Effekte und auch ganze Elemente gehabt, einfach weil ich mich vermalt habe. Und auch wenn ich manche Sachen einfach kaschiert habe, indem ich irgendein Objekt davor gesetzt habe oder anderweitig so ein bisschen in Anführungsstrichen geschummelt habe, das ist mir aufgefallen, weil ich das weiß. Aber das sieht der sich das am Ende anguckt, nicht. Der sieht das gar nicht und dem fällt das nicht auf. Und der denkt sich einfach nur, geil. Oder auch nicht geil. Und selbst wenn den anderen die Fehler auffallen, dann haben sie vielleicht einen guten Ratschlag für euch, wie ihr den das nächste Mal vermeiden könnt. Also selbst wenn da ein Fehler drin ist, ist das absolut nicht schlimm. Fehler sind eure Freunde, das sage ich immer wieder, weil sie ärgern euch. Die halten euch davon ab, weiterzukommen manchmal, weil ihr so lange an ihnen rumkritisiert. Aber letztendlich sind sie da, um euch was beizubringen und euch weiterzubringen und euch besser werden zu lassen. Und das Schlimmste ist eigentlich an einem selber, dass man oft seinen eigenen Fortschritt gar nicht sieht. Man zeichnet und zeichnet und zeichnet und denkt, oh, jetzt bin ich stecken geblieben, das sieht schon wieder so Mist aus wie das letzte Bild schon. Aber es ist überhaupt nicht so. Hebt euch am besten eure Schandtaten von euren Zeichenanfängen auf und schaut sie euch an, wenn ihr glaubt, dass ihr am Ende seid. Denn dann merkt ihr bald, wie
sehr besser ihr geworden seid, wie ihr euch verbessert habt, wie schlimm die Sachen, in Anführungsstrichen schlimm die Sachen am Anfang aussahen, auf die ihr mal stolz wart. Und wo ihr jetzt sagt, oh Gottes Willen, wie könnte ich mir das überhaupt trauen, das hochzuladen oder irgendjemandem zu zeigen. Und dann merkt ihr aber, hey, inzwischen sind die viel besser und die sind vorzeigbar und die kann man hochladen und darauf kann ich stolz sein. In einem Jahr sieht das dann wieder anders aus. Wahrscheinlich. Was ich eigentlich sagen will damit, macht euch nicht so eine Platte. Es ist egal, ob eure Zeichnung nach eurer Meinung her schlechter aussieht, als die von eurem Idol, an das ihr ranreichen wollt. Niemand schafft das von heute auf morgen. Und seid nicht so hart zu euch. Ein Lernprozess, es ist was unglaublich Schweres, das ist Hirnakrobatik und das braucht seine Zeit. Und selbst wenn ihr manchmal nur kleine Schritte macht, Hauptsache ihr macht welche. Und ihr sagt euch nicht, Mann, ich bin so schlecht, ich schmeiß den Stift hin und lass es sein. Das ist eigentlich vom Grundprinzip der einzige Fehler, den ihr wirklich machen könnt. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich mit diesen Tipps jemandem vielleicht geholfen habe. Es waren ganz allgemeine Sachen. Und alle Referenzen, die ich hier benutzt habe, die ich gezeigt habe vielleicht in dem Video, werde ich unter dem Video in der Beschreibung verlinken. Ich werde auch einen Link zu meinem Discord geben. Wenn ihr nämlich Vorschläge habt oder Wünsche, woraus ich mal ein Tutorial oder ein Tipps-Video machen soll, dann schreibt mir das entweder hier in die Kommentare oder geht auf meinen Discord. Da gibt es einen Kanal für die Vorschläge. Der heißt Tut-Tut-Wünsche. Ja, Tut wegen Tutorial eben. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Vorschläge und fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.